Nicht schon wieder eine Dystopie. Aber halt! Witchcrack darf man trotzdem noch lesen. Und warum, erzähle ich euch jetzt. Worum geht's in Kate Kents Dystopie? Das Szenario sieht wie folgt aus. Man weiß nicht genau warum, aber die Welt, wie wir sie kennen, wurde zerstört und es gibt jetzt viele verschiedene kleine Stämme, in denen die Menschen versuchen zu überleben und zu leben. Unter anderem gibt es zum Beispiel die Horsemen, die sich auf die Zucht und die Arbeit mit Pferden konzentrieren. Es gibt Bauern, die Felder bewirtschaften. Es gibt zum Beispiel Menschen, die wie Parasiten in den Städten leben, von den Resten der früheren Zeit. Und es gibt die Hexen, die im sogenannten Witchcrack leben. Und es gibt nicht zuletzt auch die Sheepmen, von denen die Protagonistin Kita eine ist. Die Sheepmen zeichnen sich dadurch aus, dass ihr einziger Zweck zu leben das Überleben ist. Sie züchten Schafe, leben von den Erzeugnissen dieser Schafe und sie sind sehr harte Arbeit gewöhnt. Das heißt, es bleibt ihnen auch überhaupt gar kein Freiraum für Spaß oder Freude im Leben, sie arbeiten lediglich. Und schlimmer ist noch, dass die Frauen in dieser Gesellschaft eine sehr, sehr minderwertige Rolle spielen. Das heißt, die Sheepmen werden regiert von starken Militärposten und die Frauen sind eigentlich nur dazu da, um neue Kinder zu gebären, harte Arbeit zu erledigen und, falls sie gut aussehen, werden sie auch als Tauschmittel mit anderen Stämmen benutzt. Das Problem ist, dass diese verschiedenen Stämme wie die Horsemen, die Sheepmen, die Bauern und die Stadtmenschen sich alle nicht besonders grün sind und ein Handel oder eine Kommunikation zwischen diesen Stämmen gar nicht richtig stattfindet. Kita, die nun bei den Sheepmen aufgewachsen ist, möchte eigentlich mehr vom Leben. Sie erhofft sich ein Leben, in dem sie auch Freude empfinden darf, in dem sie Spaß haben kann und in dem sie nicht bloß als Mittel zum Zweck gesehen wird. Und deshalb beschließt sie zu fliehen. Sie weiß nur nicht so genau wohin, denn im Prinzip kann sie zu keinem dieser anderen Stämme fliehen. Ihr Herz rät ihr allerdings, dass sie ausgerechnet zu den Hexen flieht. Das ist außergewöhnlich, denn eigentlich haben diese ganzen Stämme überhaupt nichts gemein, außer ihre Angst vor den Hexen. Denn diese leben sehr abgeschottet auf diesem sogenannten Witchcrack, so einem Berg. Und es gehen ganz viele Gerüchte um diese Hexen um, dass sie böse sind, dass sie Menschen einfach töten und dass sie übernatürliche Kräfte haben. Trotzdem beschließt Kita, dorthin zu fliehen. Sie macht das auch mit zwei Freunden. Und ja, bevor sie eigentlich richtig zur Ruhe kommen kann und ihr Glück finden kann, erfährt sie aber von einer drohenden Gefahr. Und zwar ist ein Krieg im Anmarsch. Ein sehr schlimmer Krieg, der nicht nur die Sheepmen bedroht, sondern eigentlich alle Stämme. Und jetzt ist es an Kita, sich zu entscheiden, ob sie trotzdem ihren Weg fortsetzt und flieht, um ihr Glück zu finden, oder ob sie umkehrt und dafür kämpft, dass die Welt, in der sie lebt, vielleicht ein bisschen besser wird. Ja, und warum sage ich euch jetzt, dass man dieses Buch noch lesen kann, auch wenn es schon 100.000 andere Dystopien gibt? Ich würde sagen, Witchcrack unterscheidet sich von vielen anderen Dystopien dadurch, dass es nicht bloß eine oberflächliche Liebesgeschichte ist, die in einem dystopischen Setting spielt, sondern dass es tatsächlich auch ein bisschen tiefgründiger ist. Zum einen hat mir besonders gut gefallen, der Charakter von Kita. Denn sie ist kein gewöhnlicher Buchcharakter, keine Heldin, wie man sie sich vorstellt und kennt, sondern sie hat auch sehr, sehr viele Ecken und Kanten. Manchmal denkt man regelrecht, boah, wie sie sich verhält, ist so ein bisschen eklig. Das möchte man eigentlich nicht besonders gut finden. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ertappt man sich auch dabei, wie man denkt, ja gut, in ihrer Situation hätte ich vielleicht auch so gehandelt. Und das macht ihre Schwächen und ja, ihre Verfehlungen irgendwie sehr menschlich und da macht es Spaß, ihren Weg zu verfolgen. Weiter geht es auch, dass die Nebencharaktere, die sind ebenso vielschichtig. Manche tauchen nur sehr kurz am Rande auf und haben eigentlich keine große Rolle. Das heißt, von denen erfährt man nicht so viel. Aber andere wiederum, die sind nicht so eindimensional gezeichnet, sondern haben auch alle ihre Höhen und Tiefen. Und auch hier wirken sie ein bisschen realistischer, als man das aus vielen anderen Büchern vielleicht kennt. Außerdem hat mir extrem gut gefallen, wie gesagt, das Buch ist ein bisschen tiefgründiger. Kate Kent hat sich unglaublich viel Gedanken gemacht zu diesen Stämmen, die sie hier konstruiert hat und wie die leben. Also ihre Politik, ihre Lebensweise, ihre Einstellung überhaupt zum Leben,
ist sehr unterschiedlich gezeichnet und ja, ist so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene, denn man kann sehr gut darin eine Metapher erkennen zu verschiedenen Sachen, die man in unserer Gesellschaft sehr wohl wiederfindet. Es bringt einen doch ein bisschen zum Grübeln, wenn man das liest, denn natürlich ist das hier extrem überspitzt, das hat man nicht unbedingt so in unserer Gesellschaft, aber es gibt doch gewisse Grundzüge, die auch an uns erinnern. Und letztendlich bringt Kate Ken uns Leser dazu, ja, ein bisschen darüber nachzudenken, was wir vielleicht falsch machen, was bei uns in der Gesellschaft falsch läuft. Und sie vermittelt in ihrem Buch ganz stark eine Botschaft von Toleranz, von ja, Kommunikation und davon, dass man auch auf andere Leute eingehen sollte. Aber das Buch ist nicht perfekt, deswegen habe ich ihm auch keine 5 Sterne gegeben in meiner Bewertung, die ich ja schon ganz kurz schriftlich auf meinem Blog gemacht habe, sondern nur 4, vielleicht sind es sogar eigentlich nur 3,5, mal sehen. Es gibt eben auch Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und zum einen ist das, dass Kate Ken sich zwar unglaublich viel Mühe gegeben hat, diese Stämme zu zeichnen und ihnen ja, Leben einzuhauchen, aber gewisse Sachen sind einfach so dermaßen übertrieben, dass sie schon in eine Schwarz-Weiß-Anschauung irgendwie abdriften. Das hat mir nicht gefallen, denn klar, es muss irgendwie dargestellt werden, dass die eine Seite gut ist und die andere nicht, aber es gibt blöderweise genau eine Seite, die verrate ich natürlich nicht, welche das ist, die wirkt für mich ein bisschen zu gut. Da findet man keine wirklichen Fehler, da findet man ja keine Probleme. Und das hat mir nicht gefallen, weil das ist wiederum nicht besonders realistisch. Es nimmt dann auch ein bisschen den Spaß beim Lesen, weil man sich denkt, oh, gut, da gibt es da jetzt so eine Art Paradies. Sehr schön, warum also noch mit dem Rest beschäftigen? Das nimmt dem ganzen Buch ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Außerdem gegen Ende, als dann die große Bedrohung endlich da ist, finde ich, geht es ein bisschen zu schnell. Also der Großteil des Buches ist eigentlich die Reise von Kita und ja, diese Erkenntnisse, die sie auf dieser Reise gewinnt. Und plötzlich geht dann alles ganz, ganz schnell, damit das Buch zu einem Ende kommt. Und das fand ich ein bisschen schade, denn damit hat sich die Autorin das meiner Meinung nach sehr leicht gemacht. Es wirkte wirklich, als wollte sie jetzt zu einem Abschluss kommen. Und zum Schluss muss dann noch alles rosig und gut und toll sein. Und ja, von sowas bin ich grundsätzlich nicht besonders der Fan, muss ich zugeben. Ich habe dann doch lieber ein etwas zwiegespalteneres Ende oder meinetwegen sogar ein düsteres Ende, als dass plötzlich alles sich zum Guten wendet. Nun ja, insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, dass Witchcrack noch eine der besseren Dystopien ist, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Und ja, endlich mal wieder ein Buch, das auf den Hype aufspringt und auch weiß, was es tut und auch etwas kann. Für Leute, die sowieso schon die Schnauze voll haben von Dystopien, ist das wahrscheinlich nichts. Für alle, die trotzdem noch gerne in eine reinlesen wollen, kann ich das Buch sehr empfehlen. Auch wenn es auf Englisch ist, es ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Also wenn man ein bisschen Englisch kann, dann sollte das kein großes Problem sein. Und damit schließe ich mal mein Sonntagsvideo heute ab. Macht's gut, wir sehen uns am Mittwoch wahrscheinlich wieder. Bis dahin, schöne Woche.